Guten Morgen, heute ist Tag 3 des Kabinenumbaus. Jetzt schneide ich noch oder säge noch die Tür, die Eingangstüre rein in die Kabine. Dann fehlt eigentlich nur noch die Durchgangstür. Das werde ich aber später machen, wenn genau die Position bestimmt ist, wo der Durchgang hin soll. Es kann sein, dass der ein bisschen außermittig kommt. Ja, danach geht es eigentlich an die GFK-Winkel schneiden und kleben. Das heißt, um die Kabine kommen ja überall GFK-Winkel und Alu-Ecken an den Ecken. Und da muss viel gesägt werden und dann natürlich auch geklebt. Und diese Winkel bringen ja auch den richtigen Halt, den endgültigen Halt der Kabine. Ich habe nun ja alle Löcher hier in die Kabine reingesägt und jetzt als nächstes kommen überall die GFK-Winkel und Alu-Winkel ran. Die säge ich mit der Säge hier zurecht, auf Gärung sozusagen. Hier haben wir schon mal ein Gesetz, hier unten auch. Die werden dann so mit Nieten befestigt und ja, später werden die natürlich angeklebt. So, nachdem ich ja jetzt hier außen die Kanten angepasst habe, geht es hier in der Kabine weiter. Und zwar kriegen alle Kanten auch hier nochmal einen Sichtschutz sozusagen. Zumindest die Querkanten. Und alternativ kann man auch eigentlich ringsrum alle Kanten innen mit GFK-Winkeln verkleiden. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Erstens Gewicht, zweitens Kosten. Und man kann es machen, es ist aber sozusagen nicht zwingend erforderlich. Ich mache es noch am Boden, also am Boden kommt noch mal ringsrum in GFK-Winkel und wie gesagt an allen Querfugen. Ja, da passe ich jetzt mal noch die Alu-Winkel an. Also die 45 Grad Winkel sind immer aus Alu und die 90 Grad Winkel sind aus GFK.
Nun geht's an die Rathäuser innen, denn die müssen natürlich noch zu. Und ja, das erfordert natürlich ein bisschen Mess- und Denkarbeit, denn die Stücken werden auf Gehrung gesägt und da muss man natürlich genau gucken, dass das passt und schauen mit den platten, dicken, also ich nutze hier einfach Reststücken, die ich hier übrig habe, und ja, Messe und Säge, die in 22,5 und 45 Grad Winkeln zurecht. Und da muss man sagen, da ist es natürlich echt von Vorteil, dass man hier bei Delf echt ziemlich gutes Werkzeug hat. Hier mit dieser Festool-Säge und der Anschlagschiene, die mit solchen Saugnäpfen festmontiert werden kann, macht sich das sehr gut. Wenn ich mir überlege, ich hätte das jetzt alles allein in meiner Halle gemacht mit meinem Werkzeug, das wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Fusch geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich mache mich jetzt dran ans Sägen und dann hoffe ich, dass das alles passt. So soll das dann hier irgendwie aussehen. Ein bisschen Spalt ist da, ein paar Toleranzen hat es einfach beim Sägen. Ich denke, das füllt man ja mit Kleber aus und dann kommen da ja auch nochmal GFK-Winkel drüber, sodass davon nichts mehr zu sehen ist. Von außen kommen natürlich auch noch ringsrum Winkel, das sind jetzt erstmal Haltewinkel. Und innen muss dann noch ein Blech gekantet werden, denn das ist ja wie gesagt ein Rathaus. Und das GFK würde dann natürlich ganz schön Beanspruchung ausgesetzt sein, wenn man das nicht extra verkleiden würde. Man sieht ja auch noch hier den Boden mit dem Styropor. So, jetzt wird hier geklebt, die GFK-Winkel an die Kabine. Und die haben ja alle schon so ein Abreißgewebe, damit man die nicht extra anschleifen muss. Die sind sozusagen schon vorbehandelt. Die Kabine habe ich jetzt ringsum geschliffen auf die Breite der Kabine. Und jetzt ist hier der Klebetisch, heißt, hier wird jetzt ein spezieller Kleber angemischt, 2K. Da hat man eine Verarbeitungszeit von 45 Minuten. Der wird mit einem Zahnspachtel hier drauf getragen und dann wird geklebt. Nicht spielen. Diese Spiele möchte der Puppe spielen. Er wird heute 69. Gratulation an dieser Stelle. Nein, Puppe. In dem Fall wurden die GFK-Winkel dann mit den Nieten vernietet und natürlich noch mit Panzertape gesichert, damit der Kleber auch wirklich Druck bekommt. So, frisch geduscht geht der fünfte Arbeitstag vorbei. Auch hier heute wieder ziemlich langer. Und gefühlt oder optisch ist echt wenig passiert an der Kabine. Aber nichtsdestotrotz, ja, haben wir wieder einiges geschafft. Ja, die Radkästen, wie gesagt, die habe ich ja heute zurechtgesägt. Und die GFK-Winkel, zumindest die meisten, sind jetzt alle angeklebt. Morgen noch die Alu-Ecken, also die 45-Grad-Winkel sozusagen, am Böschungswinkel und vorne am Malkoven. Die muss ich noch anschleifen und dann kleben. Und innen muss ich natürlich auch noch die Radkästen morgen ankleben und dann auch mit GFK-Winkeln verkleiden und schützen. Genau wie in den Böschungswinkel, in den Alkoven,
Das muss alles noch verklebt werden. Das werde ich morgen machen. Und dann, ja, sind wir wieder einen Schritt weiter. So, Tag 6. Heute werden Radkästen gebaut. Hier hin. Die Teile habe ich natürlich ja gestern schon zurechtgesägt. Jetzt habe ich das hier gereinigt, wo die geklebt werden. Und dann werden die sozusagen mit dem Schaum hier einfach aufgeklebt. Und später mit Winkeln, wie auch außen, geschützt und nochmal verstärkt. Ja, also jetzt Kleber drauf und dann die Dinger hier reinkleben. So, ich habe jetzt alle Klebereste und so weiter erstmal entfernt, alle Tapes abgezogen und jetzt geht es an die Ecken, denn überall hier kommen noch Aluminiumwinkel und Ecken, Eckkappen sozusagen drauf, die ja erstmal die ganzen Spalte zudecken, nochmal für Stabilität sorgen und wir haben hier auch genietet, das muss natürlich zu und das gibt dann eben das endgültige Finish. Da werde ich mich jetzt dran machen und ich würde mal sagen, los geht's. So, und das sind die ganzen Eckkappen. Die werde ich jetzt erstmal alle ansetzen und gucken, wie die passen. Gegebenenfalls muss darunter noch irgendwelche Kanten angeschliffen werden, dass das hier besser passt. Und die müssen natürlich später auch noch bearbeitet werden, damit sie anständig kleben. Und die müssen markiert werden, damit ich weiß, wo dann welche am Ende hinkommt. Tja, und mit dieser Ecke beende ich meine Nachtschicht. Mittlerweile ist es fast 1:30 und ich habe heute alle restlichen Ecken und Kanten und Winkel verklebt. Das war mein Ziel. Wie immer habe ich mich zeitlich ein bisschen verschätzt. Das nimmt doch dann alles mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Vor allem die Vorarbeit, Schleifen, Reinigen, Messen. Ich musste noch ein paar Winkel sägen und so weiter und so fort. Und morgen geht es dann endlich los mit dem Bau der Türen, der Klappen und so weiter. Denn dafür nutze ich ja die Ausschnitte, die ich hier schon ausgeschnitten habe und passe die ein in die Rahmen, die ich quasi bestellt habe. Die sind individuell angefertigt nach meinen Maßen. Und da bin ich mal echt gespannt. Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie es funktioniert. Aber da wird uns Dave sicherlich ein bisschen mehr erzählen und zeigen. Und jetzt erstmal gute Nacht.
Guten Morgen, heute ist Tag 7, heute ist Montag. Ich bin also genau vor einer Woche angereist und habe losgelegt. Und ja, heute geht's daran, die Klappen zu bauen und die Türen. Dafür nutzen wir den Ausschnitt und bringen den auf ein bestimmtes Maß, um das dann in den Türrahmen und den Klappenrahmen und so weiter einzupassen. Ja, dafür habe ich halt eine Liste, wo ich die Ausfräsung des Fräsmaß sehe und ja, leg einfach mal los, mal wieder mit der Säge, mit Anschlagschienen, damit das alles richtig gerade wird. Und dann hoffe ich mal, dass ich nachher eine Türe habe. Nach einigen Sägen und Anpassen lagen dann hier die ganzen Klappen und Türen und die Rahmen sind übrigens von Mercuva angefertigt. So, heute werden Türen gebaut und dafür habe ich hier solche, ja, die Innenbleche sozusagen, die müssen jetzt auf Länge gebracht werden und dann müssen Löcher gebohrt werden, um letztlich die Klinken zu montieren. Bei den Serviceklappen war das ziemlich einfach, da hat man einfach so eine Plastikschlösser, die bohrt man einfach hier mit einer Lochsäge Löcher durch und dann passen die. Aber bei der Fahrradtür sieht das anders aus. Das ist eine Dreipunktverriegelung, da hat man sozusagen zwei Sperrbolzen nach oben und unten und ein Hauptschloss. Und ja, das ist natürlich jetzt viel Gemesse und Angepasse. Und später kommt dann diese Abdeckung von außen drauf, wird rausgefräst und dann sollte es schick werden. So, das Schließsystem in den Türen ist soweit drin. Es war ganz schönes Gefummel, die Schlösser und so rein zu integrieren. Das war Fräsarbeit und so weiter. Und jetzt wird die erste Klappe in die Kabine geklebt. Da wird hier einfach um den Rahmen eine ganz normale 1K Klebewulst gelegt. Dann müssen wir das reinpressen und ja, dann sind die Türen endlich in der Kabine. Yes! Ja, und dann war das Schließsystem der eigentlichen Eingangstüre dran. Das war mit ein bisschen Einziehmuttern und so weiter, dann aber relativ zügig getan und dann konnte das Teil auch schon reingeklebt werden in die Kabine. Das war heute mal wieder eine kleine Spätschicht, aber wie man vielleicht im Hintergrund sieht, hier sind jetzt Türen in der Wohnkabine, alle Klappen und Türen sind drinne. Zwar fehlen noch die Klinken teilweise,
Aber das macht nichts. Hier geht es jetzt eigentlich erstmal darum, dass morgen gefugt werden kann. Die komplette Kabine, alle Winkel kriegen noch Klebefugen, damit es schick aussieht. Und damit dann den nächsten Tag, heißt Donnerstag, lackiert werden kann. Und am Freitag möchte ich mit der Kabine hier abfahren. Ich bin gespannt, ob das alles so im zeitlichen Rahmen liegt. So, nachdem ja die Klappen verklebt wurden gestern Abend oder gestern Nacht noch, jetzt der Kleber ausgehärtet ist, muss gefugt werden. Aber bevor ich fuge, will ich die ganze Kabine mit 240er Schleifpapier anschleifen, alle Winkel anschleifen, damit es schon mal vorbereitet ist fürs Lackieren morgen. Und genau, dann wird gefugt noch, dann können die Fugen aushärten bis morgen, dann ist die Wohnkabine fertig zum Lackieren. So, ich befinde mich auf dem Dach meiner Wohnkabine. Fühlt sich irgendwie noch nicht ganz richtig an, auf dem GFK-Dach hier rumzuhocken. Allerdings muss jetzt abgefugt werden und ich fange auf dem Dach an, weil auf dem Dach kann man am meisten versauen, sage ich einfach. Ich muss hier erstmal das Fugen üben, dass das schick aussieht. Und außerdem ist es halt sinnvoll, sich jetzt von oben nach unten durchzukämpfen. Also wird jetzt den Rest des Tages gefugt. Das war nochmal eine Nachtschicht und zwar habe ich heute wirklich den ganzen Tag abgefugt. Jetzt nichts wirklich Interessantes zum Zeigen. Das ist einfach stupide halt Kleber auftragen in die ganzen GFK-Winkel und dann abziehen mit einem Abzieher und Trennmittel. Und ja, so dass es natürlich einigermaßen gut aussieht, denn da kommt dann die Lackierung drüber. Jetzt ist natürlich hier noch viel rumgesaut. Am ganzen Fahrzeug, das muss morgen noch gereinigt werden, wenn der Kleber getrocknet ist. Und ja, dann nochmal angeschliffen, nochmal das ganze Auto gereinigt mit einem Reiniger. Und dann hoffe ich, dass die Kabine morgen Abend schon, ja, naja, nicht fertig, aber auf jeden Fall zum Aufbauen bereit ist und in einem neuen Farbkleid glänzt. Oh, jetzt ist es soweit. Ich klebe die Karre ab, gestern ja abgefugt, dann jetzt gerade die Fugen gereinigt und abgeschliffen, denn da waren ja einige Klebeüberstände und so weiter und so fort. Und jetzt fange ich hier oben auf dem Dach an, mit Papier das Ganze abzukleben und ja, dann kämpfe ich mich nach unten, beziehungsweise müssen die Türen und die Serviceklappen noch abgeklebt werden, weil da sprühe ich ja rein und es soll ja nicht versaut werden. Ja, dann wird irgendwann später das Teil lackiert. Vorher noch ordentlich reinigen. We'll be right back.
So, ich befinde mich jetzt hier in der Lackierkabine. Einfach mal die Halle zugehangen mit Plan. Ist jetzt nicht so schlecht, fehlt nur die Abluft. Auf jeden Fall besser als meine Lackierart, denn die ist meistens draußen. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen die ganze Kabine reinigen. Dann mische ich den Lack an und dann wird heute Abend das Ding lackiert. Fertig lackiert. Allerdings muss ich sagen, der Lack hat nicht gereicht. Ich habe hier ja denselben Lack genutzt, wie ich für die Fahrerkabine vom Iveco genommen habe. Das ist der MIPA PU250 in Seidenglänzend. Und der Rahlton ist, wie war denn der? Olivgelb Rahl 1020. Und ja, das war ein 5 Liter Bottich und ich habe den bei Lack und Farbe 24 geholt, beziehungsweise haben die mir den gesponsert und wir dachten ehrlich gesagt, dass das für die Kabine, Fahrerkabine und die Wohnkabine reicht. Wir haben jetzt auch nicht das Dach mitlackiert. Es ist sehr, sehr knapp geworden. Also am liebsten würde ich nochmal drüber lackieren. Das kann auch sein, dass ich das mache. Allerdings dann halt erst in Wittenberg. Ich finde das Ergebnis jetzt trotzdem ganz gut. Wir gucken uns das morgen mal im Hellen an, wenn die Kabine dann auch auf den Rahmen kommt. Das wird natürlich nochmal ein großes Ding. Und ja, dann schauen wir mal. So, und hier ist das Teil jetzt lackiert. Jetzt ziehe ich hier noch die Tapes ab. Jetzt wundert man sich wahrscheinlich, wieso sind hier jetzt Tapes? Weil eigentlich wollte ich die Airline-Schienen hier dran befestigen. Allerdings die Airline-Schienen, die ich bekommen habe, die waren gelocht. Die habe ich so bestellt. Aber die hatten so viele Löcher, dass man da wahrscheinlich 500 Schrauben verbraucht hätte. Und das wollte man natürlich nicht. Dementsprechend bestelle ich nochmal neue. Und ja, der Lack hat deshalb nicht gereicht, weil ich wäre wahrscheinlich überall nochmal drüber gegangen. Hier hat sich beim Lackieren haben sich so ganz komische Laufspuren erstmal gezeigt. Eventuell von dem Trennmittel vom Abfugen, aber natürlich habe ich das die ganze Wohnkabine vorher ordentlich mit Silikonentferner gereinigt. Naja, und diese Laufspuren, die sieht man aus bestimmten Blickwinkeln jetzt immer noch. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich dann nochmal hier drüber gehe später. So, wir haben jetzt erstmal wieder alles abgebaut und jetzt muss ja der Zwischenrahmen noch an die Kabine geklebt werden. Heißt, wir heben jetzt die Kabine hier oben an so einer coolen Stahlkonstruktion an, bauen den Zwischenrahmen wieder ab, machen da ordentlich Kleber drauf, vorher natürlich anrauen und ja, dann danach kommt halt das Teil auf den Iveco. Thank you.
So, es ist soweit. Die Hochzeit steht an, die Kabine hängt auf Höhe zum Drunterfahren. Dave fährt jetzt den Iveco drunter. Übergang? Ja. Sieht gut aus, weiter. Gerade. Ja. Hervorragend hat es geklappt und jetzt baue ich noch, jetzt muss ich noch den Zwischenrahmen mit dem Leiterrahmen verbinden. Hinten haben wir ja zwei Festlager pro Seite und jetzt habe ich hier vorne noch die Federlager, die hier so rein sollen. Allerdings ist hier immer so ein bisschen eine Sache, wie oder welche Federn wählt man. Vermutlich sind die jetzt deutlich zu stark, also so, dass sich vielleicht hier gar nichts abhebt. Das müsste man testen und gegebenenfalls müsste ich hier noch andere Federn holen. Das muss man dann eben in der Praxis testen. Da steht das Teil fertig. Ich würde mal sagen, ist cool geworden. Und hier steht ja Dave seiner. Damit ging alles los. Hier ist er. Und hier sehen wir jetzt einfach mal zwei unterschiedliche GFK-Kabinenkonzepte. Ja. Ja, Konzepte eigentlich relativ gleich. Mhm. Unterschied als erstes natürlich der Staualkoven. So, das habe ich jetzt in letzter Zeit öfters so gebaut. Ist natürlich geil, das ist ein Hängeschrank, der dir nicht im Auto hängt. Ne? Ja. Das heißt, einfach, das ist schon mal weg, Stauraum im Bad in deinem Fall. Ja. Beim Patrick zum Beispiel, Stauraum über dem Bett. Auch beim Smaggy gibt es Kleiderschrank. Ja. Ne? Sachen, die viel Volumen brauchen, viel Platz, aber wenig wiegen. Mhm. Dafür ist natürlich ideal. Würde ich, glaube ich, bei meiner nächsten Kabine auch so bauen. Und ansonsten, ja, relativ gleich. Natürlich durch den langen Radstand ein bisschen länger geworden. Eingangstür vorne, Stauraumklappen hinten. Serviceklappen und Türen habe ich mich tatsächlich versägt. Und da war es echt gut, dass ja, Dave einfach Connections hat und noch so ein Stückchen, genau so ein Stückchen GFK rumliegen hatte und ich beziehungsweise es besorgen konnte. Ja, ich glaube, im Endeffekt war es der Ausschnitt von meiner großen Dachluke, ne? Ja. Mit ein paar Probefräsungen, die aber zum Glück genau in dem Bereich waren. Also stand seit 4 Jahren jetzt irgendwo in der Ecke und hat perfekt gepasst. Ja, da hätte es mich zu Hause auf jeden Fall aufgeschmissen. Und da fangen wir auch gleich nochmal an. Wieso habe ich mich jetzt doch umentschieden? Denn wie vielleicht einige noch aus vergangenen Videos wissen, ich wollte eigentlich mit Paneltech, also Kabinenschmiede, eine Kabine planen. Und an dieser Stelle hat leider mein Mikrofon einen Geist aufgegeben und wollte erzählen, dass ich bei der Planung bei Paneltech einfach niemanden an der Seite hatte, der über meine geplanten Grundrisse drüber schaut. Und das ist eben anders bei Nomad Campers, beziehungsweise wenn man mit Dave plant. Der plant zusammen mit dem Alex von Nomad Campers die Grundrisse und außerdem sind bei den Bausätzen von Nomad Campers schon alle Gehrungsschnitte sowie alle Schrägen, zum Beispiel Böschungswinkel und Alkoven, abgesägt und das wäre bei der Kabinenschmiede nicht der Fall gewesen. Da kriegt man einfach nur Rechtecken im Übermaß sozusagen und muss dann alles zu Hause selber sägen. Auf Gehrung dann schon mal gar nicht, das machen dann die wenigsten. Und
Da habe ich mich dann doch deutlich besser aufgehoben gefühlt mit Dave und Alex. Ja, und ansonsten, wie lange haben wir jetzt gebraucht, die Kabine zu bauen? Das waren keine 2 Wochen. Das waren keine 2 Wochen, ich glaube 12 Tage. Ja, 12 Tage. Heute ist Tag 12 quasi, mittags. Mhm. Kabine ist drauf, ist festgeschraubt. Keine Innenwinkel, das muss man sagen, aber man muss halt auch sagen, du hast richtig Gas gegeben. Ne? Also das waren 12 bis 14 Stunden Tage mit Sicherheit, die du da gearbeitet hast. Einige Nachtschichten. Ich bin eigentlich nur aufgesprungen, klar am Anfang die ersten Wendestellen und eben dann den Anfang Winkel kleben. Wie funktioniert das mit der Gärung? Wo kommen die Alukappen hin? Wie rührst du den Kleber an? Ja. Wie fugst du ab? Stauraumklappen haben wir zusammen einfach uns angeguckt, wie funktioniert das. Genau. Und den Rest hast du eigentlich alles selber gemacht. Mhm. Das ist schon richtig stark in 2 Wochen. Also da gab es ja schon hier so ein paar Reaktionen von den Jungs, die das natürlich alles irgendwie mitverfolgen und mitfiebern und im selben Stadium gerade sind oder so. Und die haben natürlich schon gesagt, hey, 2 Wochen, das Ding steht da. Mhm. Das muss man erstmal machen. Ne? Ja, das war halt mein Ziel. Ich habe nur die 2 Wochen Zeit und wusste natürlich, da muss ich jetzt ordentlich Gas geben. Und das habe ich natürlich gemacht, aber ich merke auch langsam, dass ich mal wieder ein bisschen ruhiger treten sollte. Also ich würde sagen, normaler Bauzeit für so eine Kabine, wenn man zu zweit kommt und zu zweit dran arbeitet, so 2,5 Wochen, bis die Kabine so steht, lackiert ist, auf dem Auto ist und dann eben halt nicht so krasse Tage. Ne? Ja. Also es ist generell immer lang. Also die Leute, die hier zu mir kommen und hier bauen, die schätzen das eigentlich, dass es hier wenig Ablenkung gibt. Man fährt halt abends mal weg. Ja. Klar geht man mal was essen oder so, wenn schönes Wetter ist, eine Runde zum See. Aber eigentlich geht es ja hier drum, das Projekt voranzutreiben. Und das klappt hier ganz gut. Also da wird halt nach dem Abendessen auch nochmal was geschliffen oder was gemessen, Fenster einmessen, das Layout reintapen, zum gucken, wo sind die Fensterhöhen, wo kommt die Dachluke hin und so weiter und so fort. Ne? Ja, genau. Auch Airline-Schienen habe ich jetzt weggelassen. Hatte ich, glaube ich, schon vorher erwähnt. Ich habe die falschen Airline-Schienen bestellt und das mache ich jetzt nachträglich. Das hat uns jetzt natürlich auch nochmal Zeit gespart. Und ja, nichtsdestotrotz steht das Ding jetzt gut da. Und ja, also ich bin zufrieden. Ja, wird ein schönes Auto, würde ich sagen. Denke ich auch. Also jetzt geht's halt an den Innenausbau, das ist nochmal einiges zu tun, aber die Kabine zu bauen war natürlich ein sehr großes Highlight. Das war's dann mit dem Kabinenbau Teil 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen schlauer geworden, wie denn eben so eine Kabine gebaut wird. Ich bin's auf jeden Fall auch. Ich bin happy, dass ich jetzt die Kabine hier zu Hause habe und dort den Innenausbau anfangen kann. Und lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare und vergesst wie immer nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ciao, bis zum nächsten Video.